Schön, euch wiederzusehen hier bei einem neuen Video von Tansania Wissen. Ich glaube, dass die Serie da ganz gut ankommt. Ist auch die meiste Recherchearbeit. Heute unterhalten wir uns über Majimoto. Majimoto, oder auch noch unter ein paar anderen Namen bekannt wie Hot Springs und so weiter und so weiter. Das klären wir aber gleich im ersten Teil. Ja, Majimoto, das ist eine kleine Oase, ja, mitten im Flachland. Gibt es dort eine Wasserquelle, das relativ warmes Wasser produziert oder fabriziert oder in zwei Becken reingibt. Und das ist ein sehr klares Wasser, man sieht bis zum Boden runter. Es ist auch richtig paradiesisch. Ich habe auch schon mal, und das verlinke ich euch da oder da, das weiß ich nie, wo das auftaucht, das verlinke ich euch dann auch, dieses Majimoto, dieses Video, das ich schon mal gemacht habe. Das ging allerdings jetzt weniger um das Wissen darüber, sondern mehr um den Spaß da dort. Ja, Majimoto ist mittlerweile eine Touristenattraktion, man kann dort, es gibt Parkplätze, es gibt Lokale, wo man essen kann. Es gibt auch die Zufahrt, die immer besser wird. Also ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Ich werde euch zwischendurch noch mal ein bisschen was einspielen, dass ihr auch was seht, wie das Ding ausschaut. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Teil, nämlich der Bezeichnung oder den Bezeichnungen, die es von Majimoto gibt. Eigentlich heißt es nicht Majimoto, ist schon wieder falsch. Aber ich erkläre es euch gleich. Ja, welche Bezeichnungen gibt es? Ich nehme mal die geläufigsten her. Die meisten Menschen, weiße Menschen, kennen das Ganze unter dem Begriff Hot Springs, also heiße Quellen. Das ist eigentlich eine Touristenbezeichnung. Das ist eine Bezeichnung, die du in jedem Reiseführer findest, die gerne benutzt wird, aber die Einheimischen nennen das eigentlich nie Hot Springs. Also das, es gibt welche, die mischen das Ganze ein bisschen. Nur manche sagen, das ist Rundugai. Rundugai ist eigentlich nur der nächstgelegene Ort von dieser Quelle. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Ja, ist der nächstgelegene Ort von dieser Quelle. Ich bin übrigens erkältet, weil wir gestern erst da drin waren und beim Baden waren. Aber wenn du rausgehst, man will es nicht glauben. Da wird es dann doch kälter. Ja, also Rundugai, wie gesagt, ist der nächste Ort von diesen Quellen. Und da ist auch die Verwaltung, die sich um diese Quellen kümmert. Dann gibt es die Benennung Kikuletwa. Und viele sagen Kikuletwa Hot Springs. Das ist dann so diese Mischung, von der ich vorher gesprochen habe. Kikuletwa ist eigentlich ein Fluss, also der da in der Nähe vorbeifließt und der sogar zum Teil von den Quellen gespeist wird oder zusätzlich gespeist wird. Aber da kommen wir später genauer dazu. Und da gibt es auch die Bezeichnung Chemka. Und Chemka, das ist das Wort für kochend, sprudelnd. So, und weil es ja heiße Quellen sind, nennt man die Quelle, die eigentliche Quelle Chemka. Und Chemka wäre auch die richtige Bezeichnung dafür. Ja, du könntest auch sagen, Rundugai Chemka. Ja, das ist, aber wie gesagt, die Leute wissen hier genau Bescheid, egal was du sagst, wie das Ding heißt. Was man allerdings wissen muss, Hot Springs, das ist nur eine. Es gibt hier allein um Arusha im Norden gibt es allein 5 verschiedene Hot Springs. Und diese Hot Springs, diese, von der ich jetzt spreche, Chemka, das ist schon ein sehr spezieller Touristenanziehungspunkt. Ja, und im weiteren Teil werden wir mal klären, wie das eigentlich mit diesen Quellen da funktioniert. Fangen wir mal damit an, wo das Wasser überhaupt herkommt. Das Wasser kommt aus einer unterirdischen Quelle, die mit einem hohen Druck versehen ist. Und dieser hohe Druck hat was mit vulkanischem Ursprung zu tun. Dieser hohe Druck sorgt dafür, dass das Wasser zum einen warm wird, während es fließt durch einigen Kalksteinfilter, sag ich mal. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ja, dadurch diese Quellen immer wieder ja, neues Wasser bekommen. Das heißt also, vom Boden raus, es gibt keinen Zufluss oder sowas, es kommt tatsächlich vom Boden raus, kommt das
Wasser. Und das Wasser wird eben vorher gefiltert durch Kalkstein. Deshalb ist das Wasser auch sehr klar. Also dieses Wasser ist nicht trüb. Man sieht wirklich bis zum Boden runter die meiste Zeit. Ich sage gleich, wann es anders ist. Also die Erwärmung selber läuft eben durch so geothermische Prozesse, also sprich durch den hohen Druck und durch das Fließen durch Kalkstein. Das heißt, es wird durchgepresst durch den Kalkstein und da erwärmt sich das Wasser. Das Wasser wird jetzt auch nicht so heiß, dass man sagt, Mensch, eine heiße Quelle, ja, Vulkan unten und oben kommt es mit 100 Grad raus. Diese Quellen haben wir hier auch in Tansania, aber jetzt nicht hier. Ja, in Manyara gibt es sowas. Das Wasser hat hier immer so zwischen 25 und 30 Grad Celsius. Es ist also sehr angenehm, dort reinzusteigen. Gut, der Ozean ist wärmer, ne? Aber ich finde es sehr angenehm. Also man muss sich da nicht erst abfrischen oder sowas. Ja, das Wasser bleibt auch sehr sauber in der Regel. Warum bleibt das sauber? Einmal, es gibt keine Algen in dem Wasser. Es wird permanent erneuert, das Wasser. Es gibt einen sehr starken Abfluss. Das heißt, also das Wasser, das da rauskommt, muss ja irgendwo wieder hinkommen, sonst wird das Wasser, die Quelle ja dauernd überlaufen. Ja, und das tut sie im Prinzip. Das hat sich mit der Zeit so ein kleiner Bach gebildet, sage ich mal, der irgendwann auf dem Weg zum Kikuletwa-Fluss versickert. Und da sind wir schon beim Abfluss. Also, wie gesagt, es versickert in der Erde das Wasser und unterirdisch wird dann auch der Kikuletwa, also der Fluss, der in der Nähe vorbeifließt, gespeist von diesem Wasser. Dieser Kikuletwa-Fluss, der trennt einmal Manyara, also die Region Manyara, von Kilimandscharo-Region. Das ist also die Grenze, die da entsprechend läuft. Und er ist etwa 65 Kilometer lang, startet irgendwo im Gebirge und ja, endet im Pangani-Fluss. Also Pangani River ist der größte Fluss eigentlich, den wir hier haben. Gut, ja. Wie oft wird das Wasser ausgetauscht? Also ein kompletter Austausch, man kann das nicht hundertprozentig sagen. Es kommt so ein bisschen darauf an. Zum einen der Wasserdruck schwankt, zum anderen der Abfluss schwankt. Also es schwankt alles ein bisschen, aber die Experten sagen zwischen 14 und 24 Stunden, dann ist das Wasser komplett ausgetauscht. Entschuldigung, das ist natürlich sehr schnell. Ich habe auch mal nachgefragt, wie lange so berechnet man, dass die Quelle dann noch existiert, weil irgendwann hört der Druck ja mal auf. Und hier geht es dann darum, ja, es kommt darauf an, man geht davon aus, mehrere hundert Jahre wird diese Quelle noch existieren, wenn nicht der Mensch etwas dagegen tut. Zum Beispiel das Grundwasser abnudeln. Also wenn zum Beispiel jetzt Coca-Cola daneben bauen würde, wäre die Quelle vielleicht noch 20 Jahre am Leben, dann ist es auch wieder erledigt. Ja, also es ist halt wirklich abhängig vom Menschen, ja, wie viel Müll produziert der da oder vergräbt er in der Erde und. Ich habe vorher mal gesagt, es ist eigentlich ein sehr klares Wasser. Leider ist es so, dass der Tourismus immer mehr Oberhand nimmt und durch den Touristen kommt auch viel Sonnencreme da rein und da kann schon sein, dass man wieder mal 14 bis 24 Stunden warten muss, bis es wieder klar wird. Also die wird dann richtig dicke Brühe, wenn da ein Haufen Touristen da sind. Leider. Wie tief ist das Wasser? Das Wasser ist im Normalfall zwischen 3 und 5 Meter tief. Man kann auch sehr gut tauchen. Der Boden selber ist Felsen. Ja, also es ist auch nicht irgendwie schlammig oder so da unten. Und wenn es regnet, also in der Regenzeit, kann das tatsächlich auch bis zu 10 Meter hoch steigen, das Wasser. Ja, das ist im Prinzip, wie diese Quelle funktioniert, wo das Wasser herkommt, wo es hinkommt. Und ja, dann schauen wir uns im nächsten Teil an, welche Lebewesen gibt es denn da drin. Das ist nämlich auch nicht uninteressant. Ja, Lebewesen gibt es in Cemka relativ wenig. Das heißt, es gibt sicherlich ein paar kleinere Sachen, die jetzt nicht, jede Spinne oder jedes Insekt führe ich jetzt hier nicht auf. Aber die wichtigsten Sachen sind die kleinen Doktorfische.
Die Doktorfische, die knabbern so richtig schön an der Haut entlang, egal wie du jetzt runtertauchst, ja, dann gehen die auch auf die Nase oder sonst wohin. Also ich finde, das ist, zwickt so leicht, ja. Es ist aber auf der anderen Seite auch sehr angenehm. Ihr kennt die Doktorfische, die werden manchmal bei Schuppenflechte oder nein, bei Neurodermitis, glaube ich, auch eingesetzt. Und diese Fische gibt es da drin zuhauf. Das Problem ist natürlich, wenn sehr viele Touristen oder sehr viele Leute da sind, dann gehen die Fische auch irgendwo, verstecken sich. Aber ansonsten, wenn man da nicht so viel hat, dann knabbern die an der Haut. Ja, ihr seht das ja an dem Bild. Das sind die Doktorfische, wie sie an Anita knabbern. Gut, was man auch findet, das sind dort Schildkröten. An einem bestimmten Bereich bei diesen Quellen gibt es tatsächlich, also in großen Becken gibt es Schildkröten. Das sind keine Wasserschildkröten. Ich wusste gar nicht, dass andere Schildkröten tauchen können, aber tatsächlich ist es so. Das sind Schildkröten, die unter Wasser spazieren gehen. Also unglaublich. Und ich habe mich auch hier schlau gemacht. Also die Schildkröten, die gibt es nicht naturgemäß da drin, die wurden eingesetzt. Irgendwann mal vor etwa 20 Jahren. Und seitdem leben die dort in der Ecke. Ja, davon habe ich jetzt kein Bild, weil beim letzten Mal, also gestern, als wir da waren, waren so viele Touristen, dass da verstecken sich die Tiere dann. Was auch lange Zeit gab, da muss man jetzt sagen, es ist so, dass Entschuldigung, ist nicht schön hier, ne? Also, bevor die Touristen kamen, gab es dort sehr viele Warane. Warane, das sind so riesengroße Echsen, so wie ihr sie hier auf dem Bild seht. Diese Warane wurden fotografiert in Tschemka, nicht von mir, aber die wurden dort fotografiert. Ja, also in neuerer Zeit sogar, ist noch gar nicht so alt. Das eine war 2018 und das andere 2022. Und diese Warane, die tauchen gerne, die sind auch sehr schnell und flink unter Wasser. Allerdings sind die sehr menschenscheu. Und nachdem ja immer mehr Menschen kamen und immer mehr Touristen kamen, haben sich die zurückgezogen. Nachts, dort ist es verboten, nachts zu baden, da kommen dann die Warane wieder und tauchen unter und suchen da unten also Wurzeln, die sie fressen und die kleinen Fische auch. Ja, und diese Warane, ja, sind so bis zu 3 Meter lang. Gestern hatten wir nur ein kleines gesehen. Leider war ich war im Wasser, das heißt, ich konnte die Kamera nicht so schnell zucken. Das war wirklich nur ein Babywaran, der am anderen Ufer da entlang ist und sich gleich versteckt hat. Aber die gibt es dort noch und das ist auch gut so. Ja, und andere Tiere sind dort nicht zu finden. Es gab wohl mal eine Art Wels dort. Es gab diesen Catfish zu einer Zeit, wo weniger Touristen waren, aber auch das hat sich mittlerweile erledigt. Die gibt es jetzt gar nicht mehr. Also in dem Wasser ist wirklich nichts, was dich, außer die Fische, was dich da anknabbern könnte. Ja, und die Warane, wie gesagt, die sind auch nicht im Wasser, die hauen ab, sobald die Sonne aufgeht. Und vorher kommst du da gar nicht rein. Gut. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes, was ich unheimlich spannend fand. Und kommen wir gleich dazu. In letzter Zeit gab es Meldungen darüber, dass in den Tschemka-Quellen ein Krokodil gesichtet wurde. Und ja, ich dachte mir, also ich bin ja ein sehr tierlieber Mensch, ich mag Tiere mehr wie Menschen, gebe ich zu. Und ich habe mich schon seit von Kind auf an, hat mich das interessiert, wie Tiere miteinander kommunizieren. Ja, und so habe ich auch, ich hätte keine Angst hier vor Löwen, ja, weil ich weiß, wie man denen klar machen kann, du, lass mich mal in Ruhe, ich tue dir auch nichts. Aber gut, in dem Fall, nachdem ich das gehört habe, ist natürlich erstmal schlimm, ja, wenn dann so ein, da wo Leute baden, Krokodile rumschwirren. Und dann habe ich gesagt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Zum einen ist es so, Krokodile brauchen jetzt nicht unbedingt ein heißes Wasser. Ja. Also die wollen eigentlich lieber kalt haben. Wenn die jetzt irgendwo am Fluss sind und es wird zu warm, dann tauchen die einfach runter, ja, wo es ein bisschen kühler ist. Also die mögen die Temperaturen eigentlich gar nicht. Dann ist das Wasser auch viel zu klar. Krokodile brauchen Schlamm.
vor allem auch um ihre Eier zu legen. Ja, wenn da kein Schlamm ist, dann können die nichts anfangen. Das nächste ist, wie soll dieses Krokofant da hinkommen? Ja, Krokodil natürlich. Wie soll das da hinkommen? Also es ist ja, das nächste ist ewig weit weg. Das nächste Gewässer wäre der Kikoletwa-Fluss. Da waren noch nie Krokodile drin. Und das Ding müsste kilometerweit in diesem Fluss bei Hochwasser irgendwo geschwommen sein. Und das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Außerdem gibt es dort keine Nahrung für Krokodile. Das heißt, die großen Fische fehlen. Das Einzige, was als Nahrungsquelle dienen könnte, wären ein paar Touristen. Aber da keine fehlen, hat dieses Krokodil auch keinen gefressen. Und das hat mich halt so ein bisschen stutzig gemacht. Und dann wurde mir aber ein Video gezeigt. In diesem Video ist tatsächlich schattenhaft im Wasser unten ein eventuell Krokodil zu sehen. Ich hab dann immer gesagt, nee, das ist ein Varan. Ja? Also es macht auch am meisten Sinn, dass das ein Varan ist. Also dieses, was ich vorher erzählt habe, dieses lange, die lange Echse da. Und so, und dann habe ich also das Ganze mit dieser Verwaltung in Rundugai oder mit jemandem aus dieser Verwaltung gestern besprochen. Und das war ganz lustig. Der sagte, ja, das Video ist uns schon bekannt. Das Video kennen wir. Und es kann sein, dass das ein Krokodil ist. Die Wahrscheinlichkeit wäre sogar relativ hoch, hat er gemeint. Und ich bin dann etwas erschrocken. Ich habe gesagt, das ist schön, ich schwimme hier gerade in dem Wasser rum, also toll. Da meinte nur, ja, das Problem ist, das Ganze, die Aufnahme, ist nicht von Cemka. Die Aufnahme ist von, ich muss mal nachschauen, wie heißt das Ding? Also die Aufnahme wurde original im April gemacht. Und ist von den Ufani Hot Springs in Manyara. Dort wurde diese Aufnahme gemacht. Es gibt dort einen kurzen Übergang, der ein bisschen klareres Wasser hat. Ansonsten gibt es dort auch sehr viel Schlamm. Und dort sind früher schon mal öfters Krokodile gesichtet worden. Und diese Ufani wurde auch, sofort für den Tourismus gesperrt. Da ist zwar nicht so viel Tourismus wie bei Cemka, aber der wurde sofort gesperrt. Das heißt, dort kannst du momentan gar nicht rein und dann kommen halt auch die Krokodiljäger. Allerdings wusste der jetzt nicht, ob da wirklich eins gefunden wurde, ob das schon wieder erledigt ist, das wusste er nicht. Aber irgendjemand hat dieses Video einfach mal umgeschrieben auf die Kikoletwa Hot Springs, also auf Cemka. Und jetzt meint jeder, hoppa, das ist tatsächlich in Cemka und das ist gefährlich. Also, ich fand es ganz interessant, es ist nicht so. Und ich möchte jetzt noch ein paar Bilder einspielen. Ja. Schaut euch erstmal das Video an von dem Krokodil. So, dann habe ich noch ein paar Bilder für euch, wie das heute oder gestern zuging in Cemka. Also das wäre ein gefundenes Fressen, wenn dort wirklich ein Krokodil wäre. Ich meine bei mir, ne, da wäre das Krokodil für die nächsten 10 Jahre satt, aber nicht immer angekratzt. Und ich bin wirklich durch die kompletten Quellen, also in allen Becken, überall durchgeschwommen und habe mir überall ein bisschen runtergetaucht und geguckt und gemacht. Also da war weit und breit kein Tier, außer die kleinen Doktorfischchen und das waren auch nicht zu viele. Also von daher würde ich sagen, da kann man Entwarnung geben. Und jetzt kommen wir noch dazu, wenn ich euch schon Bilder zeige von Touristen, ja, wie kommt man da hin, was ist das, und das erzähle ich euch jetzt. Wie ich schon gesagt habe, zuständig ist die Gemeinde Rundugai, das ist auch die Verwaltung von den Cemka-Quellen. Vor über 40 Jahren war das Ganze so ein Geheimtipp unter Einheimischen, dass Touristen kamen da gar nicht hin. Ich kenne auch viele Geschichten von Touristen, die mir erzählt haben, da kommst du nur mit einem Jeep hin, das ist überhaupt nicht befahrbar, das Ding. Ja, du kannst auch mit dem Fahrrad dahin fahren, das ist heute möglich. Das ist alles noch von früher gewesen. Ja, seit 40 Jahren etwa gibt es dort Tourismus. Und die haben dann irgendwann gemerkt, man kann auch Geld dafür verlangen und dieses Geld wird verwendet für den Straßenbau dahin. Und ich muss sagen, tatsächlich, da passiert auch was, also das ist keine Lüge, die bauen dort gerade wie Weltmeister die Straße aus, auch sehr breite Straße.
wenn auch keine schöne. Ja, die nehmen das Geld her, das sie einnehmen für die Sauberhaltung. Der Parkplatz muss sauber gehalten werden, auch innen drin. Also die Jamcar sind umzäunt. Ja, es gibt von außen auch Möglichkeiten, ohne Zaun ranzukommen, aber ist halt so. Interessiert hier keinen. Ja, und wie gesagt, es wird also da drin sauber gehalten. Es gibt eine Aufsicht. Es gibt mittlerweile Leute, die darauf aufpassen, dass einem auch nichts passiert. Sie haben auch Toiletten und Umkleidekabinen gebaut, relativ neu. Also es gibt ein altes und neues Gebäude. Auch das ist sehr schön. Falls die Frage kommt, nein, keine Sitztoiletten, tatsächlich nur diese arabischen, aber immerhin Toiletten und jemand sorgt dafür, dass da auch Wasser drin ist. Ja, es gibt ein paar Sachen, die nicht erlaubt sind. Das eine ist, du darfst kein Essen und kein Trinken mitnehmen. Also keine Flaschen, keine Plastikdinger. Du darfst nichts mitbringen, du darfst nur da drin dir was bestellen. Ja, das kommt dann von außen zwar rein, aber es ist dann ein bisschen so unter Aufsicht. Und ich verstehe das sehr gut, weil die Leute einfach hier es gewohnt sind, den Müll irgendwo wegzuschmeißen. Und wenn man dann überlegt, dass der ganze Müll in diese Quellen reingeworfen wird, das wäre dann schon sehr schade. Ja. Und das ist einfach so, man muss hier drauf achten. Und in dem Fall ja, kein Essen, kein Trinken mitnehmen, das ist gut. Nachts darf man nicht mehr schwimmen, seit einigen Jahren. Früher durfte man das. Und warum man das nicht darf, das hat einmal was mit diesen Varanen zu tun. Und zum anderen, weil mal was passiert ist, aber da kommen wir gleich dazu. Es sind auch Sachen passiert in Jamcar. So, du darfst natürlich auch nicht ohne Bezahlen da reinschleichen. Also ich habe ja gesagt, es gibt einen Weg auch außerhalb des Zauns. Du kommst direkt an die Quelle ran, von außen kannst du da reinhüpfen. Das würde kein Schwein merken, aber wenn sie es merken, wird es halt teuer. Und du darfst da drin auch keinen Müll entsorgen, in irgendeiner Form. So, und wenn du gegen diese Sachen verstößt, dann zahlst du 200 US-Dollar Strafe oder eben auf tansanische Schilling umgesetzt. Und 200 US-Dollar Strafe, also für einen Tansanier, ist das existenzzerstörend. Das ist, das war's für den, ja? Für lange Zeit. Also das ist schon sehr gefährlich. Und selbst für einen Touristen sind 200 Dollar ja auch ganz gutes Geld. Ja, und man macht das einfach so hoch, weil man nicht will, dass diese Quellen mehr oder weniger durch Müll oder andere Sachen zerstört wird. So, was war jetzt, was ist da dort schon passiert? Es kommt jetzt darauf an, wie man fragt. Fragst du bei der Verwaltung nach, dann ist noch nie was passiert. Alles gut, lauter Kleinigkeiten. Fragst du bei den Zeitungen nach, dann sind schon drei Leute ertrunken innerhalb der letzten 40 Jahre, seitdem es Touristen dort gibt. Meistens waren es aber keine Touristen. Oder nein, die drei waren alle drei waren wohl keine Touristen, die da ertrunken sind. Und zwar ist es so, dass wenn man da reingeht, es gibt jetzt nicht so eine schöne Leiter, die man da reingeht. Es gab mal welche, ja, aber die sind weg. Sondern man muss über die Wurzeln von den Bäumen rein. Ihr seht es gleich auf dem Bild jetzt. Ja, das sind diese Wurzeln von den Bäumen, sind auch irgendwie interessant. Man kann also über die da reinhüpfen. Es gibt Felsen und diese Felsen, die da trügt der Schein. Ja. Überhalb des Wassers sind die schön zu begehen. Sobald du dahin kommst, wo das Wasser ist, sind die dermaßen rutschig, dass dich hinhaut. Also das ist schon sehr gefährlich. Und es ist halt einmal in der Nacht passiert, dass jemand beim Nachtschwimmen einfach nicht mehr gefunden werden konnte. Das war jemand, und jetzt kommen wir dazu, das muss man wissen, Tansanier können in der Regel nicht schwimmen. Es gibt ganz wenige, die das können. Ja, die gehen da rein und gehen halt unter. So, und wenn man sich vielleicht dann noch beim Ausrutschen den Kopf anhaut und dann untergeht, blöd, dann ist man halt irgendwann mal tot. Und das ist eben dreimal passiert innerhalb von 40 Jahren, soweit ich das gefunden habe. Wie gesagt, die Behörden sagen null, nix, nee, stimmt nicht. Weil für die Behörden zählen natürlich nur Touristen. Ja? Und Einheimische zählen da nicht mit. Der Tourist muss das jedenfalls nicht wissen, weil der soll ja wieder kommen. Gut, es gibt, weil es sehr viele Lichtschwimmer gibt, auch Schwimmreifen dort. Also man nimmt diese Autoreifen, diese aufblasbaren Dinger,
Und diese Schwimmreifen verkaufen, nee, vermieten die für 5000 Schilling pro Person oder pro Reifen und, oder 3 US-Dollar. Da seht ihr schon wieder, dass ihr mit Schilling wesentlich günstiger wegkommen würdet. Der Eintritt oder die Eintrittspreise, wenn du in Dollar zahlst, zahlst du von Haus aus mal 5 Dollar. Ja, das ist mal das, was die da verlangen. Kinder kosten 2000 Schilling, die Erwachsenen kosten 5000 Schilling. Und wenn du ein Tourist bist, kostet dich das als Erwachsener und als Kind 10.000 Schilling. Ja, das ist Rassismus pur, aber so ist es nun mal hier. Andererseits, ich kenne das auch aus Bayern, ne? Da kostet das für einen Touristen auch mehr. Das Bier zum Beispiel mehr als für einen Stammtischler. Gut, wenn du Resident bist, dann kannst du natürlich für 5.000 deinen Eintritt kriegen, dann ist das okay, also eine Permit hast. Wenn du als Tourist da bist, musst du das bezahlen. Du musst dich auch eintragen dazu. Eintragen deshalb, man möchte auch wissen, wenn mal einer fehlt, ob der hier war. Also, dass man sagen kann, okay, ja, ich such meine Frau Helga und da guckt man halt, ja, die Helga war da. Also müsste die hier noch irgendwo hier in der Gegend rumhüpfen oder untergegangen sein oder wie auch immer. Gut, das war jetzt so ziemlich detailliert alles, was es über Cemka zu sagen gibt. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter. Ich habe mir überlegt, dass ich auch ein Bildchen mache, wo die Quellen sind, aber ehrlich gesagt, ich berichte zwar gern drüber, aber ich muss euch da nicht sehen. Das Ding ist viel schöner, wenn es leer ist. Und am Wochenende ist das Ding voll. Gut. In dem Sinne, bis zum nächsten Tansania Wissen. Beim nächsten Mal unterhalten wir uns über die Stadt Arusha. Macht's gut. Ciao, Servus.